Das ist das Statement von dem Gästecoach hören und dich fragen, Danny, wie hast du denn heute das Spiel hier gesehen? Ihr kamt ja sehr spät an, ein bisschen Busbeine gehabt im ersten Drittel oder wie siehst du das Spiel heute? Ja, so wie erwartet war die erste Drittel sehr schwer. Wir haben gewusst, dass die letzte Zeit Bad Nauheim gut spielt und wir sind spät angekommen. Die Warm-up war sehr kurz für uns. Ich glaube, dass nach dem ersten Tor war ein paar Spieler von uns immer noch im Bus, weil nach 18 Sekunden, glaube ich, war das 1-0 und dann 2-0 hinten. Also die erste Drittel war sehr, sehr schwer. Aber dann, zweites Drittel, haben wir viel besser gespielt, sind wir in Fahrt gekommen. Ich glaube, da unsere Unterzahl hat uns das Leben gerettet, dass wir überhaupt eine Chance hätten, zurück im Spiel zu kommen. Und letzte Drittel haben wir, glaube ich, sehr, sehr gut gespielt, unsere Chancen ausgenutzt. Man kann nur froh sein, nach 0-2 Start hier zurück im Spiel zu kommen und kurz vor Ende mit Fabio super Tor geschossen. Und dann nach Penalty gewinnen. Also ich bin schon sehr zufrieden. Ja, danke schön, Danny. Dann Petri, was sagst du denn? Ich meine, das dritte Tor vielleicht im ersten Drittel gefehlt oder noch ein Tor mehr und es hätte mit dem Dreier geklappt. Wie siehst du es? Ja klar, wir hatten da im ersten Drittel so die Chance für 3 oder 4-0 Führung, aber 2-0 muss auch gegen Mannschaft wie Ravensburg reichen oder gegen jede Mannschaft eigentlich. Wir wussten, dass im zweiten, dritten Ravensburg Druck erhöht wird, weil die Beine wieder da sind nach einer langen Busfahrt und sind da ein bisschen schwimmen gekommen in eigenen Drittel. Die einfachste Sache, was wir im ersten Drittel noch gut gemacht haben, den ersten Scheibe rausgebracht, sofort Vorchecken gegangen, das hat nicht mehr funktioniert. Wir haben ein bisschen zu kompliziert versucht zu spielen. Letzten Drittel natürlich ganz verdient. Ravensburg ist in 3-3 Ausgleich gesorgt, aber wir haben weitergespielt und dann 4-3 noch da gemacht und danach eigentlich, ich hatte ein Gefühl, dass jetzt spielen wir richtig clever und haben nichts anbrennen lassen bis zu dieser Situation, was wir eigentlich schon geklärt hatten fast, wo das 4-4 noch dann fällt und in Overtime war Ravensburg klar bestimmende Mannschaft und in den Sichtpunkt auch verdient die 2 Punkte mitgenommen. Aber da war so im zweiten Drittel die 5-3 Situation, wo wir fast volle 2 Minuten 5-3 spielen und das versuchen sofort jeden ersten Schuss zu nehmen, ohne den Gegner ein bisschen müde zu machen vorher und Scheibe laufen zu lassen. Was wir 5-4 da wieder zu viel machen. Und da natürlich, damit bezahlen wir jetzt mit 2 Punkten heute. Ja, danke schön, Petri. Danke schön beiden Coaches für eure Statements. Dann kommen wir direkt zu den Fragen der Presse. Sofern es welche gibt, gibt keine. Zuschauer hatten wir heute Abend 1812. Und dann möchten wir auch auf das nächste Heimspiel hinweisen. Nächste Woche am Freitag, der 9. Oktober spielen wir um 19.30 Uhr gegen SC Rissersee, am Sonntag übermorgen beim Sportbund Rosenheim bei den Star Bulls um 17 Uhr. Da alles Gute unserem Team, natürlich euch auch alles Gute am Sonntag bei eurem Heimspiel und gute Fahrt nach Hause, sichere Heimfahrt und genau, ohne Stau. Heute ja 75 Minuten zu spät oder später angefangen das Spiel. Ne? Also alles Gute für euch am Wochenende und bis dahin. Dankeschön, ciao.